so viel, so eben so von Wildblumen und Kräuter. Und ich habe sonst keinen Platz. Und das finde ich total schön, dass einfach außen eine Blumenwiese rundherum ist. So ist alles Begrenzung. Weil dann ziehst du die Schmetterlinge an und die Bienen. Und da kommt vielleicht dann nochmal irgendwie so ein. Bienenstock war natürlich nur super, ja? Bienenstock, unbedingt. Bienenstock oder so unten beim Birnbaum. So Insektenhäuser nur ein paar. Beim Birnbaum unten. Der Garten ist wirklich, ja, kann man sagen, magisch, magic, unglaublich. Welche Informationen, welche Inspirationen, welche Ideen da hochkommen und wie die Menschen Tag und Nacht in irgendeiner Art und Weise mit dem Garten in Verbindung stehen. Und es laufen unglaubliche Prozesse von Lachanfall bis Tränenausbruch. Und es ist einfach wunderschön. Und er wird jeden Tag größer und erweitert sich von alleine. Und hier ist gerade unsere junge Redakteurin, die Anna Lechner, interviewt Lothar Lorenz Güter, den Initiator der Gärten als Erdbotschafter. Und ist eine fantastische junge Frau, die mit Leidenschaft fotografiert und geniale Arbeit leistet. Und wir sind sehr froh, dass wir sie hier mit im Boot haben, als Berichterstatterin und Bildbegleiterin. Wir haben nun noch einmal den Garten erweitert und man kann richtig sehen, dass die Kamera diese Schwingung fast nicht mehr einfangen kann. Das ist der Feuerplatz und wenn man darüber geht, das leuchtet so immens, dass es fast nicht filmbar ist, was sich hier befindet. Das ist unglaublich. Ich versuche jetzt mal eine andere Position zu bekommen, aber hier möglicherweise noch mal einen Blick auf die Beete, die hier entstehen werden und sollen. Es gibt also nochmal über 700 Quadratmeter im Umfeld. Und wir haben dieses Oktogon jetzt angelegt mit einer Ursprungsgröße von 24 Metern Durchmesser. Sind dann mit dem Außenweg, einem Erlebnisweg, einem Barfußweg, den wir hier integrieren, schon auf 27 Meter gekommen und haben jetzt einen Durchmesser von 33 Metern. Es ist wirklich schwierig. Man sieht im Hintergrund, die Kamera arbeitet ganz normal. Es ist grün, dieses Auto ist weiß, der Wohnwagen ist weiß, die Bäume hier sind grün. Aber der Garten schwingt in einer Leuchtkraft, dass es für die Kamera, das ist eine relativ einfache Kamera, also nichts besonders Hochwertiges, nicht möglich ist, die Details dieses Gartens einzufangen. Selbst die blanke Erde, hier ist noch blanke Erde, ist von dieser immensen Schwingung so stark levitiert und angehoben. Es ist auch unbeschreiblich, welche Energie dieser Garten, obwohl er bis jetzt nur in zwei Segmenten andeutungsweise und in einem dritten halbwegs fertig ist, alleine die Pläne, die hier einfließen, sind bereits fühlbar und erlebbar. Und es ist eine unglaublich fantastische Energie. Und wenn man da reingeht, hat man wirklich Pyramidalenergie. Die kosmische Verbindung ist immens. Und hier habe ich heute mal einen Holzweg gelegt, aus uraltem Holz, 100 Jahre alte Bretter, halb verfault, mit Granitsteinen und Schiefer und meine Kiefer. Und wir befinden uns jetzt hier im werdenden Segment Mountain, also der Berg. Und hier auf dem Berg werde ich dann auch einen großen Monolithen aufstellen, der dann das Ganze von Osten her überstrahlen wird.
Und da es ein Paradiesgarten ist, haben wir natürlich auch